Männer, man, jetzt diskutier nicht mit mir. Wir haben das besprochen. Du gehst jetzt da rein und lässt dir eine anständige Frisur verpassen. Ah, was wünschen Sie für einen Haarschnitt? Matze. Plotze macht die Haare schön. Entschuldigen Sie, entschuldigen Sie. Können Sie mich vielleicht beraten? Entschuldigen Sie, entschuldigen Sie. Was machen wir mit seinen Haaren? Entschuldigen Sie, entschuldigen Sie. Können Sie mich vielleicht beraten? Verzeihung, junge Frau, dürfte ich mal. Was machen wir mit seinen Haaren? Hätten Sie eine Idee für sein Haupt? Da haben Sie eine Idee. Die Matte, die muss ab. Hätten Sie eine Idee für sein Haupt? Da haben Sie eine Idee. Die Matte, die muss ab. Entschuldigen Sie, entschuldigen Sie. Wie pflegt sich solch ein schöner Dutt? Entschuldigen Sie, entschuldigen Sie. Macht das den Bubenarsch nämlich kaputt? Entschuldigen Sie, entschuldigen Sie. Wie pflegt sich solch ein schöner Dutt? Entschuldigen Sie, entschuldigen Sie. Macht das den Bubenarsch nämlich kaputt? Hätten Sie eine Schere für dieses Gestrüpp, da haben Sie vielleicht eine Zange, sonst geht der Zopf nicht ab. Hätten Sie eine Schere für dieses Gestrüpp, da haben Sie vielleicht eine Zange, sonst geht der Zopf nicht ab. Die trägt Matte, die Ratte, die Ratte, die Ratte an der Matte. Ratte, Ratte, Matte, Matte, Ratte, 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 Matte, Matte. Ja, wir gehen jetzt in den Supermarkt zu den Molkereiprodukten und da kriegst du einen Iro-Käse verpasst. Matte.